Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, ja, Joey, ne, fast. Ich pass hinten auf. Egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Oh Gott, ich hab's ja gesagt. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Messer. Was heißt leicht antippen? Ach so. Oh shit. Kann ich den abfackeln? Das ist keine gute Idee, hä? Ja, wieso haben sie mir das nicht vorher gesagt mit dem... Alles voller Klicker. Aber wenn ich einen erledige, dieser Klicker... Soll ich die jetzt erledigen oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen nicht, dass ich sie erledige, sondern dass ich an ihnen vorbeischleiche. Ist da was drin gewesen? Ne? Wenn ich gegen sie, also wenn ich sie anstoße, dann werden sie mich bemerken, aber sonst nicht, oder was? Wenn ich mich völlig ruhig... Ich versuche mal einen zu killen, aber... War das leise? Wo haben sie das gehört? Nee, haben sie nicht gehört, ha? Huh? Aber das muss doch laut gewesen sein, erzähl mir doch nichts. Den werde ich jetzt mal... Vielleicht sollte ich eher die Taschen haben, weil das ist ein normaler. Das ist kein Klicker. Und das ist kein Klicker in der Nähe. Das heißt, ich kann ihn erwürgen ohne Messer. Kann ich auch wieder die Taschenlampe anschalten. Muss ich das jedes Mal drücken? Leicht antippen, was meinen Sie damit? Ach so, einfach nur langsam gehen, oder was? Ich dachte, ich muss drauf drücken. Uiuiui. Da kommt einer. So viel Messer habe ich aber nicht. Ich glaube, ich kann nicht alle erledigen. Das geht sich mit den Messern gar nicht aus. Oh, scheiße. Was hat er? Nein. Er hat mich nicht gehört. Wir suchen hier noch alles ab. Hier liegt ein Schokoriegel. Oh, ich habe wirklich ein Medkit verschwendet. Ich hätte mich inzwischen voll heilen können. Wow, hier ist ein Candy Store, huh? Der Candyman war hier. Was ist das? Nachricht an Derek. Der Derek, das war der Horst Dappert, er ist schon tot. Derek von der Buchhandlung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 3.43.78. Was? Wo ist denn dein Safe? Ah, jetzt muss ich wieder den Controller schwenken. Wo soll denn da ein Safe sein? Ist hier irgendwo... Wenn, dann war er ja hier unten, unter der Theke, ha? Nein, da ist kein Safe. Puh. Tauschen? Was heißt tauschen? Achso, tauschen. Ich dachte, mit ihr kann ich was tauschen. Körperflüssigkeiten austauschen würde ich gern. Das lässt sie mich nicht. Ah.
Wie mache ich das jetzt? Und die zwei können Lärm machen, wie sie wollen, oder was? Die sind immun. Wow, da wimmelt's nur so. Ah, scheiße, ein Dreck. Ich glaube, wir gehen hier rum. Es wäre auch schön, wenn wir die nicht dauernd so dicht an die Pelle rücken. Das wäre schon super. Ich könnte einen mal anlocken, ha? Huh? Wäre das ein... eine Idee? Nicht meine Deckung benutzen, das ist meine Deckung. Was ist jetzt? Gegen den Einkaufswagen. Den könnte ich jetzt erledigen. Oh. Die Idee ist gut. Was? Kurz einen spastischen. Wieder ein Messer weniger. Aus Mist. Ist doch gut gegangen. Leider habe ich nur mehr ein Messer. Ich will noch den Safe finden. Auf jeden Fall. Also ohne den Safe gelootet zu haben. Wow. Ist das ein Zombie? Uiui. Ich glaube. Die muss ich wohl erwürgen. Ich kann mir nicht erlauben, da ein Messer zu... Messer zu verschwenden. Okay. Wieso hat mich die nicht gesehen? Mit meiner Taschenlampe. Ich habe ja voll aufs Hirn geschienen. Du bist das. Oh, schreck mich nicht. Wo ist dieser bescheuerte Safe, Mann? Ich sag's dir, ich geh nicht ohne den Safe gefunden zu haben. Also dir abschminken. Das ist eine Uhr. Hier wird sicher kein Safe sein. Eher hier. Bei den Schließfächern, ha? Aber wo? Die sind erstens offen. Hm. Kann ich das verschieben vielleicht? Nee, im Scheißhaus wird auch kein Safe sein. Obwohl, das wäre die perfekte Tarnung für so einen Safe. Er sucht schon nach einem Safe in einem Pissoir oder so. Das sind die Tickets. Die werden doch den Safe nicht so weit weggeben. Weil es ist in dem Laden hier. Siehst du? In dem Laden steht die Safe-Kombination. Das heißt, es muss ja ihn betreffen, weil wieso sollte er hier eine Notiz über einen Safe, wenn es gar nicht seiner ist? Derek, oder? Wo war denn das? Ein Berufungsbescheid, weiß nicht. Maul! Ich bin am Überlegen. Derek at the bookstore is letting us use his safe. Derek von der Buchhandlung. Also er hat den Brief, aber wir sind doch in der Buchhandlung, oder? Ist das nicht die Buchhandlung? Nee. Sieht nicht nach Büchern aus, stimmt? Das ist keine Buchhandlung. Okay, dann sehe ich es ein. Obwohl, ist das? Das sieht schon nach Zeitschriften aus. Oder sind das Energy Bars? Golden Bar. Pff. Manchmal gibt es ja auch Snacks in den Buchhandlungen. So ist es nicht. Oder?
muss ich nur noch die Buchhandlung finden. Und der Klicker, der geht mir auch auf den Klick. Dali Klick. Oh Scheiße, da sind noch viel mehr. Viel mehr. Ei! Schau! Sie war völlig drin in ihm. Oh. Ich muss den noch killen, du. Das ist mein letztes Messer. Jetzt klickt er gerade. Hör auf zu klicken. Komm zu mir. Komm zu Daddy. Ganz heraus habe ich das noch nicht. Wenn man sich ihm von hinten leise nähert oder was, geht's dann. War das leise? Der andere war nicht weit entfernt. Jetzt habe ich kein Messer mehr und ich kann auch keins machen, oder? Nein! Scheiße! Ich glaube, das war nicht sehr schlau von mir. Das war nicht sehr schlau. Ich muss ihn abfackeln. Mist, verdammter. Das sieht nach Bookstore aus. Schnell weg hier. So, da ist sicher irgendwo ein Safe. Ich sehe ihn schon. Aber da ist einer. Wie soll ich den von hinten schnappen, ohne viel Lärm zu machen? Weil der steht mit dem Rücken zum Safe. Okay. Er hat mich nicht gesehen, weil er nach unten schaut. Sehr gut, jetzt habe ich natürlich die... Geh weg vom Safe! Lass mich rein! Der war gar nicht verschlossen? Oder hat er jetzt den automatisch aufgemacht? Wahrscheinlich, ja, weil ich die Kombination gefunden habe. Musste ich nichts einstellen. Oh Gott, gib mir Teile, ich brauche Messer. Viele Messer. Was habe ich denn gefunden? Molotow-Cocktail. Ja, wieso nicht? Noch einen? Ne, geht nicht. Mehr Alkohol brauche ich. Los mach, ja. Gut, dann schmeißen wir einen Molotow. Vielleicht. Obwohl das gar nicht nötig ist, ha? Huh? Vielleicht, ich versuche mal vorbeizuschleichen an ihm, ha? Huh? Vielleicht geht das. Das Blöde ist, der dreht halt immer um. Probieren wir's. Das war auch Verschwendung im Grunde. Verdammt! Scheiße, ich verschwende alles. Naja, es war noch nie meine Stärke, mit Dingen Haus zu halten. Ah, jetzt ist das blöde Geklicke weg. Gott sei Dank. Er köchelt noch. Ich bin überzeugt davon, dass die Entwickler das nicht so gedacht hatten, dass man die alle killt.
sondern eher vorbeischleicht. Mmh. Kaffee. Was gibt's denn hier Schönes? Wow. Ist das ein Starbucks hier? Mal gewesen. Sieht fast so aus. Warum liegen hier so viele Flaschen, ne? Um sie abzulenken. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los, Mist. Ich könnte dem was auf dem Schädel haben. Probier's mal. Das wäre halt blöd, wenn es nicht geht, weil... Und dann bin ich hin und muss alles nochmal machen. Es hat sicher nicht gespeichert, ha? Huh? Was mache ich jetzt? Ich will keinen Molotow nehmen. Oh, genau aufs Hirn, ha? Huh? Oh, das hat ihm gar nichts gemacht. Oh, scheiße. Er kommt. Ach so, ja, weglocken. Klar. Weglocken werde ich ihn. Nee, der geht wieder zurück. Arsch. Arschgesicht. Soll ich? Ah, vielleicht geht's, ha? Huh? Fährt mal hier drüber. Ich nehme wieder einen Ziegelstein. Machen wir's so. Oh, scheiße. Ich glaube, da müssen wir drauf schießen, ha? Huh? Da ist zu. Und der Depp kommt zurück. Wo geht's hin? Kriegen wir das auf? Nee, darauf geht's. Okay. Okay, na los. So geht's. Was ist, wenn der jetzt mitten im Quicktime-Event der zurückkommt? Schnell. Kletter rauf, du Rindvieh. Oh Gott, können die auch klettern? Oh ja. Ja, das war wirklich doof von mir. Ich hätte die ganzen Messer nicht verschwenden sollen. War völlig unnötig. Völlig unnötig, das wird sich noch rächen, das sage ich dir. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Was sagst du? Ja, gehen wir. Okay, wir gehen. Ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Ja. Jawohl, wir gehen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.